Wenn uns die Videos dieser Lektion eines gezeigt haben, dann ist es, dass die Daten über unseren Körper auch unsere Wahrnehmung von uns selbst sehr stark beeinflussen. Daraus ergibt sich auch die Frage, wie verändert sich die Auswertung dieser Daten im Kontakt mit dem Arzt? Prozesse, die früher persönlich durchgeführt werden, skalieren nun im digitalen Raum. Und wie funktioniert diese Skalierung? Wie verändert sich denn unser Verständnis von Fragen wie, was ist gesund und was ist krank? Was geschieht in diesem Skalierungsprozess mit schon bereits bestehenden Ungleichheiten? Sehen Sie in diesem abschließenden Video, wie der AMS-Algorithmus ein Vorbote dessen sein kann, was uns auch im Gesundheitsbereich erwarten wird. In der Medizin hat sich dadurch der Begriff von Gesundheit und Krankheit durch diese digitale Transformation verändert. Wir gehen sehr, sehr viel stärker als wir früher in eine heilende und präventive Medizin. Das heißt, Projektion von Gesundheit in die Zukunft mit der Aufforderung, sich entsprechend zu verhalten. Also haben Sie alle heute Ihre 15.000 Schritte schon gemacht? Und haben Sie heute schon darauf geachtet, dass Sie nicht dies oder das oder jenes gegessen haben? Haben Sie und so weiter, haben Sie richtig tief geschlafen? Also wie gesagt, nur stillhalten. Und so weiter und so fort. Das heißt, das sind schon Fragen, die hier aufgeworfen werden. Das heißt, es geht auch um so etwas wie eine Optimierung und eine Verbesserung des menschlichen Körpers, zum Teil durch Selbstbeobachtungen und das laufende Erheben von Daten. Siehe auch diese ganzen Gesundheits-Apps und die Gesundheitstracker, die Ihnen zum Teil einen Gesundheitsindex auswerfen und sagen, Sie sind dann auf einer Skala von X bis Y so und so gesund. Und dann gibt es sogar welche, die so Farbcodes haben, von Rot bis Grün, wie auch sonst. Und entsprechend, Sie warnen, dass Ihr Lebenswandel nicht gesundheitszuträglich ist. Aber gleichzeitig versuchen wir auch damit, bestimmte Werte zu realisieren. Das hat etwas mit so einer Vorstellung, dass in der heutigen Gesellschaft wir effizienter werden müssen. Wir müssen unsere Leistungskapazität steigern. Wir müssen belastbarer werden und Ähnliches. Und das sind sozusagen auch so Trainingsroutinen, denen wir hier ausgesetzt sind. Jetzt klingt das ja wunderbar. Und ich habe gesagt, Zahlen tun ja oft so, als ob sie sozusagen zu einer Objektivierung beitragen würden. Nun, im Erzeugen so einer Patientendatenplattform müssen wir uns natürlich fragen, erzeugen wir vielleicht nicht einfach neue Ungleichheiten damit? Oder schreiben wir bestehende Ungleichheiten einfach fort? Wir müssen uns fragen, an welche User wird in diesem Design gedacht und an welche nicht? Und das ist ja ganz spannend. Geschlecht spielt da immer eine wichtige Rolle, aber auch Alter, aber auch sozusagen Digital Native oder nicht Native, aber zum Beispiel auch die Frage, zahlt es sich noch aus und so weiter, sich darum zu kümmern, dass Personen einer bestimmten Alterskategorie noch sozusagen quasi auf so digitale Dinge zugehen können. Und es besteht ein häufiges Missverhältnis zwischen den Projektionen und den Imaginationen von Nutzerinnen und der realen Nutzung. Insbesondere dann, wenn die Projekte ein stark politisches Ziel haben. Das heißt, wenn man realisieren möchte, dass bestimmte Teile der Bevölkerung bestimmte Dinge auch wirklich tun. Das heißt, das ist hier sehr wichtig. Dann sind natürlich nicht alle Bürgerinnen in der Lage, die Möglichkeiten des Zugangs zu ihren Gesundheitsdaten auch zu ihrem Vorteil zu nutzen. Wir tun ja geradezu immer heute so, als ob jeder in dieser Gesellschaft ein Smartphone hätte, als ob jeder einen schönen Datenplan besitzen würde in der ganzen Welt. Nun, wir wissen ganz genau, dass das nicht zutrifft. Und daher ist es natürlich interessant, was es bedeutet, wenn wir Gesundheit in so einem Rahmen denken und es in die Verantwortung der Personen übergeben. Wir müssen uns auch klar machen, dass die Komplexität von Daten und Dateninfrastrukturen, dass das eine hohe Fähigkeit abverlangt, Datenstrukturen zu verstehen, Daten interpretieren zu können. Und eigentlich hätte ich hier dazu schreiben müssen, auch zu wissen, welche Daten man hergibt oder nicht hergibt. Auch das ist etwas Wichtiges, zu erkennen, welche Daten für mich sensible Daten sind und welche nicht. Dazu muss ich bereits verstehen, wie eine Struktur überhaupt funktioniert. Und dadurch entstehen auch neue Ungleichheiten, die etwas mit Bildungsungleichheiten zu tun haben, aber nicht nur. Und schließlich ist die Frage, wie kann ich meine eigenen Gesundheitsdaten schützen? Das habe ich ohnehin schon, indem ich sie einfach nur selektiv weitergebe und eben andere Dinge nicht weitergebe. Und das ist eine Frage, die wir uns heute als Bürgerinnen stellen müssen.
weil indem wir neue Möglichkeiten kriegen, Daten zu sammeln, werden wir auch immer wieder darum gebeten. Und dann sind wir auch schon bei den Algorithmen gelandet, die uns jetzt mittlerweile alle unterstützen, damit wir sehen lernen. Algorithmen geben sozusagen eine Vorgehensweise vor, um ein Problem zu lösen. Es ist nichts anderes als ein strukturierter Vorgang. Ein Algorithmus selber ist jetzt nichts, wie soll ich sagen, weltbewegend Neues. Es ist nur, dass er automatisiert ist. Das ist seine Stärke eigentlich. Im Rahmen eines solchen Lösungsplans werden in Einzelschritten Eingabedaten in Ausgabedaten umgewandelt. Das heißt, ich interpretiere eine riesige Menge an Daten, kann ich jetzt in relativ kurzer Zeit lesen. Theoretisch hätte ich das alles früher auch machen können, nur ich hätte es nie geschafft, weil ich die Datenmenge einfach nicht verarbeiten hätte können. Das heißt, der Algorithmus selber ist gar nicht das Neue, was jetzt gekommen ist, sondern es ist die Kombination mit der Verarbeitungsfähigkeit von enormen Mengen an Daten. Ein Algorithmus ist eigentlich nur eine Vorgehensweise zur Lösung eines Problems. Das heißt, die Stärke dieser Algorithmen liegen hier in ihrer Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, zu klassifizieren, zu sortieren, zu ordnen, zu bewerten. Der Algorithmus weiß, was er ihnen geben soll, welche Seiten in Google auf der ersten Seite stehen und welche nicht. Und es ist ja total interessant dann auch zu wissen, dass die wenigsten Menschen über die erste Seite hinausgehen und daher ist es extrem wichtig, was auf den ersten Seiten steht, weil alles andere bleibt eigentlich weitgehend unsichtbar. Das heißt, wir können immer gerne darüber reden, dass das Internet völlig frei ist und jeder darf alles Mögliche darauf tun und so weiter und so fort. Das ist eine riesige Illusion gleichzeitig, weil es hier niemand liest. Ich meine, Sie hätten auch einen Zettel schreiben können und das hier im Park irgendwo eingraben können. Das wäre ungefähr so etwa gleich gut gewesen, wie wenn Sie eine Seite haben, die niemand in einer Suchmaschine wirklich findet oder die es nicht auf die ersten paar Seiten schafft. Das ist ungefähr gleich. Also es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit. Algorithmen werden eingesetzt, um Entscheidungen und Verhaltensweisen zu beeinflussen, Vorhersagen und oder Ergebnisse zu erzielen. Im medizinischen Bereich ist es extrem interessant, dass es heute sehr viele Frühwarnsysteme gibt, zum Beispiel in Kliniken, dass wenn eine Summe von Daten sich bei einem Patienten sozusagen zusammen verändern, dass dann zum Beispiel ein Warnsystem ausgelöst wird und das wird von einem Algorithmus gemacht. Dann kommt selbstverständlich der Arzt, der überprüft das, ob das auch tatsächlich eine richtige Handlungsform ist, aber die Warnung wird sozusagen maschinell ausgegeben. Sie wird zu Diagnosezwecken eingesetzt. Ich kann heute sehr viel schneller Bilder durchscannen und mir Sachen anschauen und werden auch schon Behandlungsoptionen vorgeschlagen. Das ist auch einer der Kritikpunkte, die angebracht wird. Es könnte zum Beispiel eine Krankenkasse, und ich spreche natürlich nicht über reale Krankenkassen, eine Krankenkasse einen Algorithmus haben, der es erlaubt, eine Diagnose zu lesen und der ihnen dann nur mehr vorschlägt, welche Behandlungen sie machen dürfen auf Kosten der Krankenkasse und damit einschränkt, was der Arzt ihnen verschreiben kann. Und existierende Ungleichheiten können einfach durch Algorithmen gefestigt werden, weil die ja schon in den Daten zum Teil drinnen stecken und daher muss man einfach aufpassen, dass vielleicht ist ein Algorithmus genauer, aber deswegen muss er nicht fairer sein. Also diese Vorstellung, wenn etwas genau berechnet ist, dass das irgendwas mit Fairness zu tun hat, ist eine riesige Illusion, weil einfach Ungleichheiten genauso abgebildet werden, wie sie davor vorhanden waren. Ich finde, in Österreich hat ja das AMS zur Bewertung der Arbeitslosen Algorithmen möchten sie einsetzen. Und es geht darum, Menschen aufgrund ihres Lebenslaufes in drei Kategorien einzuteilen. Und das ist natürlich eine spannende Frage. Was passiert dann? Und man kann dann immer noch hoffen und sagen, da sitzt ja auch ein Mensch und der wird das vielleicht nochmal anschauen. Aber de facto sind sie in einer Klassifikation gelandet, die ihnen entweder sagt, verlorener Fall, zahlt sich eh nicht mehr aus, die ihnen sagt, naja, der wird, wenn wir ein bisschen was investieren, schon was finden. Und bei dem braucht man nicht viel investieren, weil der findet eh was. So ganz vereinfacht gesagt. Und das wird aufgrund von Lebensläufen beurteilt. Das AMS ist überhaupt nicht einsam auf dieser. Große Firmen, Headhunter-Firmen, kriegen aber hunderte von Lebensläufen und die werden über Algorithmen ausgewertet und dann werden die 20% ausgesiebt, die man sich dann genauer anschaut. Und das ist natürlich eine interessante Frage. Wenn Sie nicht verstehen, wie ein Algorithmus liest und einen Lebenslauf anschaut, können Sie Lebensläufe schreiben, solange Sie wollen. Sie werden nicht in die Gruppe hineinfallen, die sozusagen ausgewählt wird, die man genauer anschaut, um dann zu sehen, was es hergibt. Also das ist, glaube ich, eine interessante Frage und genauso könnte man das natürlich auch mit Gesundheitsdaten je nach Ziel und so weiter machen.
Ich kann natürlich auch hergehen und große Datenmengen hernehmen und sagen, sie sind ein Risikofaktor, weil sie, ihre Daten zeigen an, dass sie in eine Kohorte von einer Gruppe von Menschen gehören, die höchstwahrscheinlich diese oder jene Erkrankungen haben wird, und daher stellen sie einen Risikofaktor für eine Versicherung dar. Wir haben ein staatliches garantiertes Versicherungssystem. In Ländern, wo sie das nicht haben, ist das bereits ein Thema. Und da wird sehr viel darüber diskutiert, wie man Daten verwenden darf und wie man sie nicht verwenden sollte.